Könnte noch weniger sein vom von Materialien her. Nein, dieser Doch, der scheiß Geier. Kleber. Hat er Der geholt? Geier, der scheiß Ich Geier. sehe, Guck, 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 guckt das guck, alles an. die Sau, die. Ah. Mann, ey. So, hallo und willkommen zurück bei Subsistence. Neuer Morgen und wir haben mal schnell für euch die Jäger und Banditen angemacht. Sobald hat Angst, verkraucht sich Für im euch Ofen. gegen uns. Ja, mal gucken, Alter. Muni haben wir, Waffe haben wir. Wir bräuchten jetzt eben nur noch für alle einen Helm und für alle eine Weste. Das war Und ein wenigstens ein paar Schuhe bisschen. vielleicht. Ich habe Ja. ja, sehe meine Füße zwar nicht, aber ich habe Schuhe. Ja, ich hab keine. Du hast immer noch weiße Zehennägel. Aber wir haben, ach doch, warte mal, 5 Stoff, 4 Dinger und 2 Zehen. Zehen haben wir. Eins, Ja, zwei, für Schuhe könntest du die drei, noch vier, machen. fünf und Stoff. Schuhe mag ich mir noch. Aber die haben ja auch keinen Schutz, oder? Nö. Doch, Schadensabwehr. Aber Ein die bisschen, schießen mir ja ja. nicht in die Füße, die wollen ja auf meinen Kopf. Ja, aber das summiert sich ja, also. 8% Schadensreduzierung. Ist nicht viel, Ich aber. glaube 13. Naja, du hast ja schon eine Weste. Oh, ich muss schon wieder essen. Ah. Ja, ich bräuchte auch Essen. Wollen Dann wir muss ich nochmal angeln und angeln? du baust den Hühnerstall. Okay. Zack, zack. Ja, schon vorbereitet. Wo ist Zack. es? In einer harten Kiste. Hier Und dann war brauchen wir falsche. Nägel. Können machen, was wir wollen, aber wir brauchen echt Nägel. Bretter, Nägel, Dinger und Seile, okay. So. Hühnerstall, aber ja, gut. Das bringt uns auch nicht weiter mit Ja. Federn. Hand das an mit deinen 65. Ja, mit meinen 65, aber ich habe eine Weste und du hast eben 5 mehr und hast keine Weste. Das macht ja keinen Unterschied. Ich habe plus 18 Schadenabwehr. Ja, aber wenn du getroffen 16. wirst, dann sind auf dem Kopf, dann sind nachher 50 weg. Und dann nochmal eine Pistole auf den Körper oder einen Pfeil und dann ist vorbei. Also du kannst keine 2 Schuss ab eigentlich. Du auch nicht. Schön, wie der Fisch hier in unserem Pool geschwommen ist. Ja. Zappelfisch. Aber nur ein kleiner. Aber wenigstens ist jetzt wieder sonnig. Sonnig? Ich sehe nur Wolken. Sonnig, also so halbwegs. Geht ja gerade auf die Sonne. Ich weiß ja nicht, ob noch was in der Falle ist. Ein großer wäre schon nicht schlecht. Gucken. Dürfte endlich im September noch nicht so kalt sein. Mal wieder nur ein kleiner. Nur los, da. Ja, mal zum Fallen. War ich ja erst am Abend oder so in der letzten Folge. Oh, da ist eine Kiste. Und eine Blaubeere. Ja, müssen wir jetzt mal die Lagerfeuer im Auge behalten zur Nacht. Ja, dauert ja noch ein bisschen. Obwohl die Lagerfeuer, da sind ja 3 oder 4 immer, Oh, ne? Hähnchen. In Falle. Oh, das war lebig. Hätte ich eigentlich reinpacken können. Na, ist egal. Ist ja, hat eine Feder. Was sie tötet? Ja. Ging zu schnell. Mein Finger war viel zu schnell gerade. Noch ein Hähnchen. Was ist denn? 2 Federn. Ach Jetzt haben wir so. schon wieder 4 Federn. Okay, kannst du mal gucken wegen der Aufwertung in einem Hühnerstall? Ja. Also zumindest für die Freilandhaltung. Also Freilandhaltung braucht Eisenbahn 2. Gefütterter Stoff, hier Metallschrott, Bretter und Kleber. Kriegen wir eigentlich hin, glaube ich. Warte mal, 2.
Eisenbahn. Gut, ja, ist auch noch erschwinglich. Nee, Eisenbahn hat man noch nicht, aber können wir herstellen. Das braucht nichts. Kleber. Die neuen Abteile brauchen auch nur eine Eisenbahn und Kleber. Werkbank. Mal gucken, hier so eine Barren. Eins, zwei. Haben wir schon welche? Nee. Nee, doch nicht. Hätte ich gedacht. Achso, hier füttert der Stoff, brauche ich noch. Und Bretter können wir auch noch zwei herstellen. Dann haben wir das. Dann hole ich die Barren. Freilandhaltung kriegen wir, glaube ich, hin. Eins. Müsste hier nicht noch einer kommen? Ein bisschen weiter. Zwei, dreimal. Müssten wir nicht eigentlich auch eine Einblendung bekommen, dass die Jäger jetzt ins Land ziehen und sich niederlassen? Nee. Zweimal gefütterter Stoff. Oh, die schöne Baumwolle. Wieder sechs Baumwolle weg. Scheiße, ja. Aber gut, wenn wir ein bisschen mehr Glück haben. So wie beim letzten Mal, dann kriegen wir noch ein bisschen was zusammen. Geht ja. Aber eigentlich bräuchten wir noch nicht anmachen, weil wir haben ja noch keine Hühner. Achso, ja, ich kann es auch noch nicht, weil wir brauchen 500 Strom und 80 Masse. Aber die Materialien haben wir zusammen. Ah ja. Und für ein neues Abteil, kannst du mal gucken? Das wird vielleicht auch schon vorbereiten, dass wir dann zwei Hühner haben. Ja, das ist nicht so wichtig. Na doch, dann haben wir zwei ist mal. Nicht bei. Doch, da. Das dürfte noch weniger sein vom von Materialien her. Nein! Dieser scheiß Geier! Hat er geholt? Der Geier, der scheiß Geier! Ich seh, guck das alles an! Die Sau, die! Ah. Mann, ey. Ja, dafür brauchen wir Kleber, aber das ist egal, wir brauchen erstmal nur ihn. Nächster Kleber ist dann eben dafür, obwohl. Achso, Musst du noch was essen? Mhm. Warte hier. So, der Teig dabei jetzt. Wenn der Strom denn soweit ist. Strom ist gut, Masse fehlt mir. Mann. Ja, Masse dauert noch eine. Geht nicht. Doch, da. Du brauchst jetzt nicht mehr essen, oder? Nee. Ja, dann hol ich das wieder rein. Den brauche ich ja nicht weiter angeln. So, weg damit. Angel raus, Sehen raus, Angel rein raus. Zack, zack. Schnell mal ein bisschen Dünger rein. Ich muss dann gucken wir mal. Oh, ein paar Baukisten. Ja. Baukiste. Oh. Jetzt haben wir schon wieder 500 Strom. Ja, Masse geht nicht. Wir müssen eine Treppe bauen. Aber haben wir so viel Nägel für eine Treppe? Nee. Nee. Noch nicht. Scheiße. Ja. Baukisten. Was denn? Also ich glaube, jetzt sind noch keine unterwegs, oder? Nee. Keine Viecher. Erst in den nächsten Tagen oder so. Dauert schon. Wo gehen wir lang? Mal bei unserer alten Hut lang? Ja, ich würde gerne noch die Masse schnell machen, dass ich die Materialien nicht in der Tasche habe. Für die Freilandhaltung. Wie viel Masse brauchst du denn noch? Da. Äh, 80. Also noch 50. Jetzt hat kein Holz mehr. Jetzt hat kein Strom mehr. Jetzt hast du den Strom weggemacht. Jetzt fehlt der Strom. Ist kein Problem.
Naja, fehlt jetzt 100 Strom. Das dauert schon wieder eine Weile. Ach, der geht fix. Geh doch mal zur Falle. Da kann doch nicht drin sein. 80. Und schreiben. Wirst du abgeholt jetzt, ja? Okay. Ich hab ein Lebertäschen, das werden wir da aber nicht reinpacken, wa? Scheiße, ich hab einen Wolf. Nee. Häschen wollen wir nicht. Jetzt müssen wir nochmal Grünzeug reinpacken. Weil ich konnte nicht, weil der Wolf beißt. Grünzeug. So, dann töte ich Häschen. Grünzeug ist alle, ja? Ja, aber ich konnte. Also ich hab in der Tasche, aber ich konnte nicht. Weil böse. Okay, jetzt sagt der Strom. 509, wie viel brauchen wir? 500. So, Freilandhaltung mache ich jetzt an. So, habe ich noch einen Kleber? Buchrille. Ja, noch nicht. Ja, können wir den Kompressor ja ausmachen, weil. Ja. Wir sind jetzt eh unterwegs, dann müssen wir nicht verbraten. Ich hab nochmal Heilkräuter zweimal dabei. Achso, weg mir mal noch. Kannst du noch zweimal Stöckchen bauen? Hab Stöckchen. Zwei. Aber ich hab Seile jetzt dabei. Gut. Dann kann ich die nochmal reparieren. Die Fallen. Ist der Wolf wieder zur Falle gegangen? Ist nicht, welche Richtung der abgehauen ist. Nee. Da ist er. An der Falle? Ja, an der Falle. Okay. Du lockst ihn weg und ich geh zur Falle. Ich kann die immer kurz reparieren und dann. Der ist auch nicht weggelockt. Immer noch nicht. Jetzt. Schön. Zweimal repariert. Zweimal repariert. Okay. Grünzeug drin gepackt. Können wir los. Ole ole. Ich bin an den Fallen. Noch. Ja, cool. Schön. Da haben wir noch schnell ein Bäumchen. So, Hühnchen. Häschen will ich gerade nicht. Ich bin mal gespannt, wann sie uns die. Guck mal, jetzt haben wir wieder 15 Grad hier. Und schönes Wetter ist. Das ist schön. Wann sie uns die Jäger hier und die Banditen auf den Hals schicken. Der Strand ist ja wie Leerfegt. Oh. Mann, ein paar Hähnchen können sie uns ruhig schön hinpacken. Das ist doch, da vorne ist ein Hähnchen. Ich weiß nicht, ob ich es kriege. Soll ich schießen lieber? Ich treffe ja, gut. Christ. Ich treffe immer. Siehst du das? Nee. Zum Eingang von unserer alten Hut in der Mitte. Dann noch ein bisschen ran. Muss lebig sein. Ist er. Nee, ist nicht. Scheiße, ist tot. Mann, mein Pfeil war viel zu gut getroffen. Ist ja, ja ist ja, eine Feder. Ja. Kann ich mir gleich erstmal wieder einen Pfeil machen. Oh, einen Nigel fehlen. Auf keinen Fall. Nigel kann ich dir geben. Oh, nur ihn. Nee, zwei. Ein Kapper bei ihm. Zwei braucht man. Ja, ein Kapper bei ihm.
einer Pfeiler. Fallen sind repariert. Oh. Ganz schlecht. Mhm. Unten. Aber ich glaube, da war auch einer. Ist der hinter mir? Oh, der rennt schon. Ja, na klar, du hörst ihn. Oh, da ist ein Bär. Wollen wir ihn töten? Den Bären? Nee, den Wolf. Wir können das ja mal versuchen. Warte, ich komme. Ob das geht mit der Akku. Mhm. Muss man nur gut treffen diesmal. Fuck. Also so nicht. Wenn er hüpft. Wenn er hüpft. Wenn er hüpft. Und ich bin zu dicht. Nee, er muss nochmal hüpfen. Ich bin zu dicht. So, jetzt. Wenn er nächstes Mal hüpft. Kriegen. Happen. Nicht rum. Ich habe auch den ersten Fall vergammelt. Kappen. Shit. Ja, sicher? Ja. Okay. Ich denke ja. Shit. Na, nächstes Mal. Noch nicht, ich bin noch nicht so weit. So. Komm. Mal ein bisschen hinten, meine Ausdauer geht weg. Schieß einfach. Happen. Ja, müssen wir uns noch ein bisschen einspielen. Aber das wird wieder wie beim letzten Mal. Siehst du? Erst hin. Und ich habe nur 2 Schuss verbraucht. Plus die Pfeile. Ja, die Pfeile ärgert mich ein bisschen. Aber da muss ich erst mal wieder Schuss. Ein bisschen rinkommen. Ah, da haben wir im alten Spiel schon, der auch Judikont eigentlich. Wie viele Pfeile hast du noch? Ja, keine mehr. Okay, hat er weg noch? Aber ich hab Muni bei, ist okay. Ah, da komm her. Nägel brauche ich nur. Dann kann ich mir schon mal 2 wiederherstellen. Wenigstens 3 Pfeile. Nee, ich bräuchte nur 2 Nägel, dann kann ich mir schon wieder 2 Pfeile herstellen. Er zeigt nichts mehr in der Tasche. Hier nimm alles, was ich habe. Pfeile, Nägel, alles. So. Sis. Geht. Guck mal, ob wir jetzt oben lang kommen. Ne? War der das von oben oder? Ne, unten war der Bär, okay. War oben der Wolf. Der war von oben, ja. Mhm. Wetschi hier sammelt? Ne. Willst du eine Blaubeere? Nö, ja. Ist noch grün, aber. Der Balken ist am meisten runter. Oh, das gibt ja bestimmt was. Gehen wir hier mal gucken, was hier so gibt. Wir müssen jetzt bloß aufpassen, falls doch schon die Banditen auf der Map sind. Ja, aber eine Nacht reicht, glaube ich, nicht aus, ne? Und das kommen war, ja, erst war, in also der Ende, war ja Ende der Nacht. Mal gucken. Die ist auf der Wiese ja auch immer ganz schön mit Kisten und so. Da sind Blaubeeren. Ist ganz angenehm. Schön. Also ich hab 2, wenn du willst. Und mal hier unten sind noch. Ich sag Bescheid, wenn was ist. Ich sammel. So. Oh, scheiße, ein Bär. Mann. Gerade über die Bergkuppe rüber geguckt. War schon da. Bist du am Strand lang gegangen? Ja, also ungefähr. Okay. Dann Huhn oder ein Hase? Das ist ein Huhn. Shit, aber da ist ein Wolf und das rennt auch schon. Von hier in ein Huhn Leben zurückbringen? Ja, das stimmt. Dann lieber aus der Falle, wa? Da ist ein Schwein. Oh, viele Viecher, ey. Aber ich denke mal, die Jäger, die werden sich wieder genauso ansiedeln wie vorher auch. Ist ja egal, was für eine Base wir gesprengt haben, die kamen ja fast immer wieder zur gleichen Position. Also wenn wir hier irgendwo eine Base haben. Nee. Und gegenüber von uns werden wir eine Base haben. Am Steinfelsen, also hier an diesem Erzfelsen werden wir eine Base haben.
Und dann sind wir drei Stück, mehr kriegen wir erstmal nicht. Schon Kisten gefunden? Nee, nur Fasern, ja, Heilkräuter. Grünzeug, genau, ja. Grünzeug, Eisenschrott. Maiko, jetzt sehen wir wieder. Und komm, sammel ein. Oh, denk dran, wir haben hier eine Plattform. Also ja, ich bin Eis davor. Das nicht. Also eigentlich geht es nur um Nägel und Federn. Ne? Ich hab ein Hühnchen. Schön. Es lebt noch, aber das schaffe ich nicht mehr. Nee, jetzt schaffst du nicht. Nee, aber ja, das ist eine Feder. Hier war auch gerade eins. Das ist weggerannt, aber wohin? Da hinten. Bei dir vorbeilaufen, rechts. Rechts von dir. Muss es lang gelaufen sein. Krieg. Hab's. Eine Baumwolle. Definitiv. Bitte einen Samen, bitte einen Samen. Nee, kein Samen. Nur eine einfache Baumwolle. Ah. Ja, nehmen wir. Eine ist keine. Und Bär. Oh, hier haben wir wenigstens schon mal eine Handvoll Hühnchen gehabt jetzt. Mhm. Ich hab vier Federn. Hier läuft auch noch eins. Läuft Richtung Nordosten. Ich hab keine. Doch, ich hab noch eine. Zwei. Mal gucken, ich kann ja mal gucken, wie ich rankomme. Oh ja. Ich seh's nicht, berghoch ist kacke. Muss ich jetzt so ein bisschen umrunden vielleicht. Oh, da ist ein Bär. Okay, umrunden ist schwer. Mhm. Hab auch noch einen Huhn. Ort hat mich gehört. Ich seh's. Hab's getroffen. Oh. Drei Hühner hintereinander geschossen, ey. Hühnergott. Ich hab mich schon so früh gehört und hier so. Sechs Federn. Ich seh noch eine Baumwolle. Echt, ja? Goll. Hat sich ja richtig auf der anderen Seite vom Zaun. Da ist noch ein Huhn. Auf der anderen Seite vom Zaun. Einen Meter weg, hinterm Zaun. Ich komme da nicht ran. Gesehen. Blödschwein. Pack die Baumwolle genau. Handnah hinterm Zaun. Alter, ich habe vier Hühner hintereinander geschossen. Ich hab nur eins, kann man nicht sehen. Gut. Lebt ohne. Acht Federn, Alter. Acht Federn hab ich geschossen. Schön. Aber den Wolf, den dicken Wolf treffe ich nicht, aber der Thun auf 200 Meter Entfernung mit eben blinden Auge und noch ja, eine vielleicht Feder. Vielleicht hat der Wolf auch ein bisschen komische Hitbox, gerade wenn der springt oder sich bewegt. Ja. Keine Ahnung. Oder wir sind einfach nicht so talentiert, auf große Viecher zu schießen. Ja, zwei Kisten hatte ich und ein bisschen Eisenschrott und so. Sonst nicht so viel. Da ist noch ein Hase, aber... Ja. Wollen wir einen Hasen nehmen? Ich hab den jetzt auch stehen lassen, mein... Ich hab fünfmal Hühnerfleisch in der Tasche und acht und neun Federn. Okay, ich sollte jetzt nicht sterben. Wart schon mal zurück. Nee, wart schon mal zurück. Ich komme zur Plattform und dann. Mal gucken, was uns auf dem Rückweg noch über den Weg läuft. Wer rennt denn da am Strand rum? Ja. Wölfchen. Ja, Fasern ist auch. Kannst du mal eine stehen lassen oder auch dran vorbeilatschen oder so. Aber dann merkst du ganz schnell, wenn du mal wieder was baust,
oder irgendwelche Dinge herstellst. Oh. Ich glaube schon wieder 37. Hattest du 140 Seile in der Kiste? Und jetzt haben wir bloß noch 80. Die geht so schnell. Ja, Metallschrott, gut. Ja, die eine oder andere Kiste mehr hätten wir sein können. Oh, gut. Du hast ja schön Hühner erledigt. Aktorrad. Nee, war nur eine Faser. Ich geh jetzt am Strand lang. Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, wo du bist, weil ich bin auch schon auf dem Weg nach Hause. Hier sind auch noch mal viele Fasern, ey. Na, ich sehe da eine blaue Kiste, aber das ist auch. Oh, nur ein Hühnchen. Ich glaube, an die blaue Kiste komme ich nicht. Ja, lass es stehen, da ist eh nur Muni drin. Ja, eben, da ist nur Muni drin. Ja, aber irgendwas. Ich sehe noch ein Hühnchen. Rennt es weg? Muss ich hinterher? Wo ist es? Da. Hier bin ich letztes Mal gestorben, glaube ich. Ich sehe schon unser Hause. Oh, ich bin da an zwei Kisten vorbeirannt. Ich will das Huhn von Hand fangen. Hab ich. Ja, dann versuch schnell nach Hause zu kommen, ey. Ja, cool. Ich hab so viel Fleisch. Ich muss nicht, also ich müsste das Ausdauerkit nehmen. Was steht denn da? Ein Bär, der grunzt schon. Oh, nee. Nicht schon wieder am Wasser. Ist egal, den lade ich einfach. Ich schwimme jetzt rüber. Nimm das Ausdauer-Kit. Schwimmen? Ja, mit sonst müsste ich in den Bär rennen. Nein, der grunzt nur von Weitem. So. Ich schwimme erstmal rüber. Ich hab das Viech lebend gefangen und renne jetzt, was das Zeug gibt, nach Hause. Ja, jetzt müssen wir denn auch füttern. Müssen wir zusehen, was schmeißen wir denn da rein? Tomaten, wa? Ja, irgendwas. Dann müssen wir mehr Tomaten anbauen. Nee, brauchen wir nicht so viel. Ist ja nur eins, sind ja nicht drei. Oh, fuck. Außerdem können wir dem Oma einen Wurm nehmen. Nein. Die brauchen wir zum Angeln. Erst wir, dann das Vieh. Wenn das Vieh stirbt, ist Pech. Ja, das geht ja nur um die Federn. Scheiß verrückt. Ja, das wird aber, glaube ich, nur drei, ne? Oder? Nee, mit Freiland. Oder? Mit Freilandhaltung wird es doch 10, oder nicht? Ja, na klar. Deshalb so haben wir doch die Einteilung, ne? Ja, ja, genau. Aber selbst denn hattet ja nur die Federn, die ohne auch hat. Ja, nee. Ich glaube, es hat drei und noch ein oder zwei Premium-Federn. Aber es hat wirklich mehr als ein normales Hühnchen. Und wir können richtig dicke Bräuler machen. Ich gehe jetzt erstmal Fleisch braten. Bin nach Hause. Hab's überlebt. Ich auch. Also ich sehe schon. Ja, ich bin schon drin. Ich bin schon am Ofen. 1, 2, 3, Fleisch. Wasser holen. Zack. So überlebt. Eine Treppe wäre schon schön auf der anderen Seite. Federn rinschmeißen. 14. Sehr schön. So, Fleisch essen. Gucken, haben wir noch mehr Fleisch drin? Na klar. Ja. Da drin. Hat er. Sehr schön. Hat er. Eins ist tot. Und geil. Ich hab drei Federn, siehst du? Ich hatte 9. Ach, da ist noch ein Wolf, soll ich uns den noch holen? Also Fleisch haben wir hier noch. Das brutzelt hier gerade. Na, ich guck mal, wenn die Fallen leer sind, kann der Wolf leben und wenn was drin ist, dann muss er leider sterben. Ich hab bloß kein Holz mehr. So ein bisschen Holz besorgen. Und dann nehme ich mich der Sache mal an. So, es liegen noch 2 Hühnerfleisch drin für dich, ja? Ja, muss bloß rausnehmen, weil ich bin unterwegs noch. So. Nee. Gut, gut. Natürlich sehe ich nicht, ob da was drin ist. So. Das wäre jetzt zu duster.
Ich komm zurück. Ja, wird schon wieder zu dunkel. Das würde ich auch nicht riskieren jetzt. Verbringen wir die Nacht und dann gucken wir am nächsten Tag, ob wir denn fallen. Das ist egal. Guck mal, ein bisschen Holz. Schön viel Federn gekriegt. 9 Stück habe ich. Bin ganz froh. Guck mal, ich hab noch gut 8 Nägel, 3 von den Federn. In der Baumwolle, ich hab auch noch Fleisch und Fett. Warte, hier. Essen. Gut, dann machen wir Schluss für heute. War ja ganz erfolgreich eigentlich. Für das, was wir wirklich brauchten. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.